Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es ganz kurz und knackig um das Thema Verzeihen und Loslassen gehen. Warum es so wichtig ist, sich selbst zu verzeihen und auch anderen zu verzeihen und Dinge, Erinnerungen, Geschehnisse, Personen auch tatsächlich loszulassen. Und ich möchte vorweg sagen, ich lese dann unter solchen Beiträgen immer wieder, dann breche ich den Kontakt lieber zu der Person ab, als ihr zu verzeihen. Und dann, die Erinnerungen, die Gefühle, die du mit dieser Person verbindest, die Erlebnisse, die du hattest, die sind immer noch in deinem Kopf, die sind immer noch in deinem Herzen. Die beeinflussen dich immer noch. Den Kontakt zu jemandem abzubrechen, bringt dir im Grunde nicht viel. Du musst mit dieser Person abschließen. Du musst ihr verzeihen. Und ich werde gleich in einem Video darauf eingehen, dass wir nicht der Person etwas Gutes tun wollen, indem wir ihr verzeihen, sondern nur uns selbst. Und du musst diese Person und diese Erinnerungen und diese Geschehnisse gehen lassen, loslassen. Nur so hat es einen heilenden Effekt. Warum ist Vergeben überhaupt wichtig? Vielleicht kennst du das, dass wir uns zum Teil sogar täglich, wenn wir schlechte Phasen haben, Erinnerungen, Streitigkeiten, Dinge, die einfach passiert sind, die uns getriggert haben, immer wieder ins Gedächtnis rufen und immer und immer und immer und immer wieder darüber nachdenken. Und es quält uns. Und was wir aber in dem Moment tun, wir weisen dem anderen die Schuld zu, dass er schuld daran ist, dass wir uns so fühlen und tragen ihm da auch sein Verhalten natürlich in dem Moment nach. Aber jeder unserer Gedanken hat Auswirkungen auf unsere Gefühle und auf unseren Körper. Und nachtragende Gedanken bringen uns einfach aus unserem inneren Gleichgewicht. Die tun uns nicht gut, niemals. Wir fühlen dann Hass, wir fühlen Wut, Traurigkeit, Verzweiflung, Enttäuschung, Verletzung. Und die Folgen von all diesen negativen Gefühlen, die wir uns in diesen Momenten selber bescheren, weil wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen, sind Schlafstörungen, sind Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Unruhe, Erschöpfung, aber auch Anspannung. Und das fügen wir uns in diesem Moment tatsächlich selber zu. Das ist nicht die Person, mit der wir diese Erinnerungen zum Beispiel verbinden, sondern das machen wir in diesem Moment selbst. Und mit diesem Verhalten bestrafen wir uns und nicht den anderen, weil wir diese Erfahrung immer und immer wieder erleben und unser Körper und unsere Seele dadurch immer und immer wieder aus dem Gleichgewicht geraten. Und deswegen ist es so wichtig, zu verzeihen und loszulassen, weil das eine Befreiung für uns ist. Das hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist eine Befreiung für uns. Und wenn du jetzt diesen Gedanken im Kopf hast, der bei vielen sofort aufploppt, das kann ich ihm nicht verzeihen, dann ist es eine Art Bestrafung, die du damit bewirken willst. Aber diese Bestrafung, die eigentlich für den anderen gedacht ist, die trifft nur dich selbst. Und wir vergiften damit unser Leben und nicht das Leben des anderen. Und das sind so krasse Energieräuber. Und diese Energie, die uns da geraubt wird, die könnten wir in unserem Mama-Alltag so viel besser gebrauchen und so viel schöner nutzen und so viel bessere Dinge damit tun, als uns halt an Dingen festzuhalten, die eigentlich in der Vergangenheit passiert sind. Und du kannst dich gar nicht so schlecht fühlen, dass du die Vergangenheit verändern kannst. Das kann niemand. Niemand kann sich so schlecht fühlen, dass er die Vergangenheit verändern kann. Die ist nun mal einmal passiert. Und verzeihen heißt nicht gutheißen. Verzeihen ist ein Ausdruck von Stärke, dass du die Stärke hast, das hinter dir zu lassen. Und es gibt Schritt-für-Schritt-Übungen, die ich entwickelt habe, um diesen Weg zu gehen, des Verzeihens und des Loslassens. Und wie genau du das tun kannst, das habe ich für dich aufgearbeitet in einem Minikurs zum Thema Verzeihen und Loslassen, zu dem du die ganzen Infos hier unten in der Infobox in der Beschreibung zum Video findest. Wenn es also ein Thema für dich ist, dann sei doch dabei bei meinem Minikurs, der ungefähr 2 Wochen Module umfasst. Ist völlig in Ordnung, wenn du länger dafür brauchst, aber so in etwa ist er angelegt, damit du weißt, in welchem Zeitraum wir uns befinden. Und das sind Übungen, die du erlernst, die du dein ganzes Leben lang brauchst. Es werden immer wieder Personen kommen, immer wieder Dinge geschehen,
die wir dann zu einem gewissen Zeitpunkt loslassen müssen, wo wir verzeihen müssen. Das ist etwas, was du jetzt lernst, eine Fertigkeit und dann immer wieder in deinem Leben anwenden kannst. Und das finde ich so wertvoll und wichtig, weil an negativen Gefühlen festzuhalten, das belastet und das zerstört deine Zufriedenheit. Und wenn wir loslassen, dann akzeptieren wir, dass etwas passiert ist, was wir so nicht gewollt hätten. Und loslassen kann aber zum Beispiel auch beinhalten, dass wir Abschied nehmen, was auch sehr heilsam ist. Loslassen kann aber auch bedeuten, dass wir uns von einer schädigenden Situation befreien. Und loslassen ist reine Kopfsache. Das passiert hier und dann später auch hier. Und wenn wir loslassen, dann entscheiden wir uns einfach, unseren Blickwinkel zu verändern, nämlich nach vorne zu schauen und die Vergangenheit zu akzeptieren, dann auch aktiv nach einer Lösung für uns zu suchen. Und wir vertrauen auch darauf, dass es eine Lösung dafür gibt. Aber dazu muss man halt die einzelnen Schritte gehen, sich auch öffnen für diesen Prozess, zu verzeihen und loszulassen. Und die Erfolge, die dieser Prozess für dich bringen wird, werden dich auch motivieren und inspirieren. Und es ist die schönste Motivation, seine eigenen Erfolgserlebnisse, das auch mit anderen Dingen zu tun. Denn wenn man einmal angefangen hat mit diesem Prozess, man verzeiht jemanden, wo gerade aktuell was ganz Akutes stattgefunden hat, beschäftigt man sich natürlich auch mit anderen Dingen aus der Vergangenheit, wo es auch Zeit wäre und eine Notwendigkeit besteht, diese Dinge loszulassen und sich davon frei zu machen. Wenn du dich von diesem Thema Verzeihen und Loslassen also angesprochen fühlst, dann schau dir nochmal unter diesem Video alle Infos zu meinem Minikurs an. Schreib mir sehr, sehr gerne, wenn du Fragen zu dem Kurs hast oder dich anmelden möchtest. Und dann freue ich mich darauf, dir in diesem Minikurs helfen zu können, die Fertigkeiten zu erlernen, die es braucht, um verzeihen zu können und loslassen zu können für dich. Ich hoffe, das Video hat dir wieder gefallen. Wenn dem so ist, dann schenk mir sehr gerne ein Herz und teile dieses Video mit anderen Menschen, für die das interessant sein könnte. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!